Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Phil Backt. Heute möchte ich mit euch zusammen einen Schweinekrustenbraten machen in einer Malzbiersoße mit Semmelknödel und Rotkohl. Ja, die Zutaten für den Krustenbraten habe ich schon vorbereitet. Da brauchen wir jetzt auch nicht so viel. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Sellerie, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Wasser, Gewürze, Kakao, Malz, Bier, Butter und Fleischbrühe. Ja, ich würde sagen, wir wechseln jetzt einfach mal die Kameraperspektive, damit ihr seht, was auf dem Thermomix abgeht. Ja, dann fangen wir auch direkt an. So, der Thermomix möchte jetzt einmal, dass wir den Kochvorgang starten. Das machen wir jetzt einmal. Und schon verlangt er von uns die Zwiebeln. Wir nehmen den Deckel ab, drücken auf Tara und geben die Zwiebeln hinzu. Die sollen bloß halbiert sein. In dem Fall geben wir ihm die nur halbiert. So, klicken einmal auf Weiter. Fügen die Knoblauchzehen hinzu. Auch hier sagt er nur eine Knoblauchzehe. Aber ich bin halt eher doch der Fan, der sagt, ich mag ein bisschen mehr Knoblauch. Darum habe ich einmal keinen Zehenknoblauch, sondern einen Knollenknoblauch. So, klicken auf Weiter. Dann möchte er 100 Gramm Knollensellerie. Gut, das sind jetzt ein bisschen mehr Gramm, aber das macht nichts. Klicken auf Weiter. Jetzt sollen wir den Deckel samt Messbecher reinmachen oder draufsetzen. Das machen wir natürlich auch. Klicken auf Weiter und lassen den Thermomix jetzt für 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. So, das typische Thermomix-Geräusch erklingt. Wir klicken auf Weiter, nehmen den Deckel ab und schieben das Ganze mit dem Spatel einmal unter. So, nachdem wir das gemacht haben, klicken wir auf Weiter, fügen die 40 Gramm Butter hinzu, klicken ebenfalls auf Weiter, geben den Deckel wieder auf den Topf, klicken auf Weiter und lassen das Ganze für 4 Minuten auf 120 Grad erhitzen. So, die letzten Sekunden sind gezählt. Es dampft schon aus dem Thermomix. Und jetzt warten wir noch die paar Sekunden ab und dann geht's weiter. Auch hier kann man natürlich währenddessen auf die Toilette gehen oder sonst was machen. Der Thermomix hält direkt an, wenn er fertig ist, meldet sich mit dem typischen Geräusch und wir klicken in dem Fall ebenfalls wieder auf Weiter, fügen jetzt 500 Gramm Wasser hinzu. Klicken auf Weiter, geben 200 Gramm Malzbier hinzu. Hier habe ich einfach ein Karamalz genommen. Ich meine, es ist ein Malzbier und es schmeckt. Dann klicken wir ebenfalls wieder auf Weiter, geben die Gemüsebrühwürfel hinzu. Klar, man kann natürlich auch die nehmen, die man mit dem Thermomix machen kann, die Gewürzpaste, aber die habe ich leider nicht. Deswegen füge ich da jetzt einfach die Würfel hinzu. Ein Teelöffel Salz. Klicken auf Weiter. Einen halben Teelöffel Pfeffer. Da mache ich einfach so ein bisschen nach Gefühl, weil ich mag es auch ein bisschen würziger. Und ja, mir ist eben auch schon aufgefallen, dass die Rezepte gerade aus dem Thermomix einfach so, ja, die sind jetzt nicht so scharf, sind aber auch nicht arg würzig. Deswegen mache ich da jetzt zum Beispiel anstatt einen halben Teelöffel Pfeffer auch gerne mal 2 Teelöffel oder 1,5 Teelöffel oder einfach nach Gefühl.
Da klicken wir ebenfalls auf Weiter. Dann möchte er von uns einen Teelöffel Paprika edelsüß. Hier nehme ich zum Beispiel auch den Rosenscharf, weil der einfach auch ein bisschen mehr Dampf hat. Und ebenfalls einfach nach Gefühl. Das waren jetzt sicherlich auch so etwa 1,5 bis 2 Teelöffel. Wir klicken wieder auf Weiter. So, dann möchte der Thermomix, dass wir 1,6 Kilogramm Schweinefleisch ohne Knochen mit Schwarte, zum Beispiel Schweineschulterschinken oder magerer Bauch, von allen Seiten kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Das mache ich jetzt mal schnell und ihr seht es im Schnelldurchgang. So, nachdem wir das gemacht haben, klicken wir beim Thermomix einmal auf Weiter. Und nun möchte er, dass wir das Fleisch mit der Schwarte nach oben in den Varoma-Behälter geben. Den habe ich natürlich auch schon da. In dem Fall nehmen wir hier den Messbecher ab, stellen den Varoma oben drauf, nehmen den Deckel ab. Nehmt das Zwischenfach raus, wo man auch Gemüse drauf machen kann zum Garen. Und geben das Stück Fleisch oben rein, mit der Schwarte nach oben. Setzen den Deckel auf. Und klicken auf Weiter. So, nun möchte er 150 Gramm Kartoffeln. Ich habe mich gegen Kartoffeln entschieden, weil ich zum einen Kartoffeln nicht gerne esse und zum anderen, weil ich einfach Semmelknödel dazu mache. Ich werde Karotten mit dazugeben. So, das möchte er jetzt. Dann geben wir 150 Gramm Karotten mit dazu. Ich habe die jetzt schon mal in Scheiben geschnitten und es sind bestimmt auch mehr als 150 Gramm. Na okay, es sind 145 Gramm. Die verteilen wir jetzt noch schön um das Fleisch herum. Klicken auf Weiter. Nun möchte er, dass wir den Deckel aufsetzen. Wir klicken ebenfalls auf Weiter. Und nun möchte er für 60 Minuten lang das Fleisch garen. So. Ich lasse den ganzen Thermomix jetzt arbeiten. Und ich würde sagen, ich räume einfach ein bisschen auf. Und wir sehen uns in circa einer Stunde wieder. So, 30 Minuten sind rum, ihr seht, es dampft und ja, jetzt schauen wir einfach mal gemeinsam hinein. Ja, wie ihr seht, das Fleisch, das ist schon gar, es ist zwar noch nicht ganz gar, klar, außen ja, innen sicherlich noch nicht. Wir lassen jetzt den Thermomix einfach nochmal 29 Minuten lang laufen und danach schauen wir, was er dann von uns haben möchte. So, die letzten Sekunden sind wieder gezählt, 15 verbleiben. Jetzt kühlt der Thermomix sich ein bisschen ab, 10 Sekunden noch. Und dann gucken wir mal, was er jetzt von uns möchte. Ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt, weil ich habe das Rezept noch nie gemacht. So, er ist fertig, wir klicken auf Weiter. Jetzt sollen wir einmal den Varoma absetzen. Und ihr seht schon, es tropft, ja. Da lege ich mir mal ein, hoppala, da lege ich mir mal ein Handtuch drunter. So. So, warum mal absetzen? Das haben wir gemacht. Fleischschwarte mit einem scharfen Messer rautenförmig einschneiden und nach Wunsch mit 1 bis 2 Teelöffel Kümmel bestreuen. So, ich setze jetzt auch mal hier den Deckel ab. Also, ja, wie ihr seht, der Thermomix hat Dampf. Der kann auf jeden Fall Sachen erhitzen. Jetzt werde ich die Schwarte auf jeden Fall mit ein bisschen Kümmel noch einkümmeln. Kann ich das so sagen? Ja, ne? Ach, das ist Pfeffer. So, Kümmel habe ich hier. So, jetzt habe ich ein bisschen Kümmel drauf gemacht. Wir klicken mal wieder auf Weiter. Jetzt möchte der Thermomix 400 Gramm Wasser haben. Ja, den Deckel, den setze ich da jetzt einfach mal rein.
So, wie sieht denn die Soße bisher aus? Die sieht bisher so aus. Relativ braun, schmeckt, denke ich oder hoffe ich auch ganz gut. So, 400 Gramm Wasser. Ja, oder 386, das passt auch. Wir haben ja davor ein bisschen mehr Malzbier mit dazugegeben und davor schon ein klein wenig mehr Wasser. So, 300 Gramm Malzbier. So, 302 Gramm. Wir klicken auf Weiter. Geben den Deckel wieder drauf. Und den Varoma. So, dann noch den Deckel vom Varoma. Klicken auf Weiter. Und nun möchte er das Ganze nochmal für 60 Minuten garen. Welle auf Stufe 1 drehen, führe in der Zwischenzeit den nächsten Schritt aus. Gut, dann machen wir das. Stufe 1. Am Ende dieser Backzeit, Backofen auf 250 Grad Celsius vorheizen, in Klammer, siehe Tipp. Den Tipp brauche ich nicht, weil ich meine eigene Auflaufform nehme, beziehungsweise ich nehme halt eine Pfanne, die bis 260 Grad hitzebeständig ist. Wenn man jetzt den vom Thermomix nehmen würde, da ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, nur bis 230 Grad hitzebeständig. Deswegen muss man da dann dementsprechend die Temperatur anpassen und eben auch die Zeit im Backofen. Sonst wären es 25 bis 30 Minuten und ich denke, bei 230 Grad wäre man dann halt so gut bei 40 bis 45 Minuten. So, dann klicken wir einmal wieder auf Weiter. Ja, und lassen das Ganze jetzt noch für 59 Minuten garen. So, wir kommen langsam zum Ende. 2 Stunden hat jetzt das Fleisch gegart und ja, nun darf es dann in den Backofen. So, der Thermomix ist fertig. Wir klicken auf Weiter. Und jetzt möchte er natürlich, dass wir den Varoma wieder absetzen. Und das machen wir auch. Ja, und falls ihr zukünftig keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, ja, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Somit bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal Bibbidi-Bobbidi-Bu und Bibbidi-Bobbidi-Bu. So, jetzt haben wir einmal ein Handtuch und einmal einen Topf. Auf das Handtuch setzen wir den Varoma. Zack. Klicken auf Weiter, Fleisch mit der Schwarte nach oben in eine Auflaufform geben. Ich nehme dazu einfach eine Pfanne, weil ich einfach keinen Bräter habe. Dann gehen wir nach auf Weiter. Hier setzen wir den Deckel ab. Und ihr seht, es dampft tatsächlich. Also es ist echt unfassbar, wie der Thermomix erhitzt. So, das Fleisch nehmen wir jetzt einfach mal mit so einer Fleischgabel hier raus. So, und das Gemüse aus dem Varoma-Behälter zum Fleisch in die Auflaufform geben. Gut, bei mir ist es halt eben, wie gesagt, keine Auflaufform, sondern einfach nur eine Pfanne. So, die Karotten sind auch schön weich. So, und Mixtopfinhalt über Fleisch und Gemüse gießen. Und die Soße, die gießen wir jetzt hier mit rein. So, bisher sieht das Ganze dann so aus. Einmal das Fleisch, das Gemüse ist jetzt dahinter, aber das ist ja egal. Und die Soße. So, das haben wir gemacht. Klicken auf Weiter. Krustenbraten 20 bis 30 Minuten, in Klammer 250 Grad Celsius, backen, bis die Kruste des Bratens schön braun und kross ist. Ja, ich würde sagen, ich gebe das Ganze jetzt mal in den Ofen. Und wir sehen uns dann nachher wieder, sobald das ja, fertig ist und wieder draußen steht. In der Zwischenzeit, wo das Ganze im Ofen ist, werde ich meine Semmelknödel machen. Die habe ich, ja, dann zeigt man euch hier nochmal, dann habt ihr die nochmal ein bisschen schärfer. Meine Semmelknödel, die habe ich ebenfalls im Thermomix gemacht.
Und die werde ich jetzt auch garen im Thermomix und dann ja, kann das Essen auch gleich schon serviert werden. So, die 30 Minuten sind um, das Fleisch ist noch im Ofen, das holen wir jetzt einfach mal gemeinsam raus und schauen, wie es geworden ist. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich habe mir nämlich gerade noch die Soße angeschaut und die ist ein klein wenig zu dünn. Und ja, der Thermomix wollte doch vorhin noch Kartoffeln haben. Und jetzt habe ich mal weiter geschaut, die Kartoffeln werden nachher mit den Karotten und der Soße püriert. Und da denke ich, dass die Kartoffel das Bindemittel hätte sein sollen. Und da ich die eben nicht mit drin habe, werde ich einfach Speisestärke mit dazugeben und hoffen, dass das so ein bisschen fester wird. Aber ich denke, das wird dann natürlich ein bisschen fester. So, die Pfanne ist draußen. Der Thermomix sagt uns, Auflaufform aus dem Backofen nehmen und Fleisch auf einem Holzbrett mit Saftrinne etwas ruhen lassen. Also, das Fleisch steht vor uns. Ich weiß nicht, ob man es hört. Die Kruste ist auf jeden Fall wirklich sehr kross. Das setzen wir jetzt einfach mal hier auf das Brettchen. Ich will da nur unten. Aua. So, jetzt lassen wir das ein klein wenig ruhen. Gegartes Gemüse aus der vorsichtig in den Mixtopf geben. Jetzt sollen wir das gegarte Gemüse aus der Auflaufform, sprich die Soße mit dem gegarten Gemüse, vorsichtig in den Mixtopf geben. Dazu muss ich aber den Varoma-Behälter absetzen. In dem Sinne im Übrigen noch meine Semmelknödel. Nehmen wir den einmal ab und fügen nun das Gemüse hinzu. So, jetzt die Bratenflüssigkeit aus der Auflaufform hinzufügen. Das kippe ich jetzt einfach mal da so samt rein und ich hoffe, es geht wirklich alles gut. Jetzt gebe ich noch einen Teelöffel bzw. zwei Teelöffel Speisestärke mit hinzu und hoffe, dass die Soße dann schön dickflüssig wird. Ja, bzw. anderthalb, das reicht, hoffe ich. So. Jetzt möchte der Thermomix noch einen Teelöffel Kakao, damit einfach die Soße ein bisschen bräuner wird und dass das geschmacklich ein klein wenig abgerundet wird. Das war jetzt kein ganzer Teelöffel. So. Wir klicken auf Weiter. Jetzt sollen wir die Soße eine Minute ruhen lassen. Aber das hat sie ja theoretisch schon, als wir die Speisestärke hinzugegeben haben. Und ja, wir gehen auf Weiter. Den Messbecher in den Topf eingeben, das haben wir ja gerade eben gemacht. So, und jetzt lassen wir das pürieren. Wähler auf Stufe 5 drehen, dann schrittweise auf Stufe 8 erhöhen. So, dann machen wir das mal. So, Soße nach Wunsch mit Wasser oder Bier verdünnen und abschmecken. So, ich glaube, verdünnen müssen wir ja eher weniger. Aber jetzt schauen wir mal, ob sie fest ist. Jawohl, Soße ist fest, perfekt. Jetzt nehmen wir nochmal einen Löffel und probieren die ganze Soße. Also die ist jetzt wirklich eher ein bisschen zu fest. Mhm.
Ich würde aber tatsächlich noch ein bisschen Wasser hinzugeben. So, jetzt gehen wir einfach noch mal einen Schritt zurück. Lassen das Ganze für 10 Sekunden noch mal pürieren auf Stufe 3. Die Soße ist jetzt fertig, ist schön dünnflüssig. Und jetzt würde ich sagen, ich schneide meinen Krustenbraten, tue die Semmelknödel drauf, mache ein bisschen Rotkohl drauf und dann zeige ich euch das Endergebnis. Das Essen ist jetzt fertig. Da seht ihr einmal meine Semmelknödel, mein Rotkohl und einmal den Schweinekrustenbraten. Ja, mit der schönen Kruste. Ja, und das war eben auch schon das Video zu dem Schweinekrustenbraten. Ja, ich selber habe den halt jetzt eben noch mit Semmelknödel und mit Rotkohl verfeinert und werde den jetzt genießen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und in naher Zukunft werden auf jeden Fall weitere Videos kommen, zum einen mit dem Thermomix oder zum anderen ohne Thermomix. Genau, ich werde backen, kochen. In dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schönes Wochenende, schöne Weihnachten, frohe Ostern. Keine Ahnung, wann ihr das Video anschaut. Macht's auf jeden Fall gut. Wir sehen uns. Ja, tschüss.